auch schön auf blau machen, toll für Sneaker verwenden, dass das schön ist, so rund ist. Und das ist das, was ich dir erzählt habe, was ich bei Bergdorf Goodman in New York gesehen habe. Dieses Frische, dieses Tolle. Wir haben die seidigen Stoffe, wir haben dieses kuschelige Kaschmir-Feeling und dann haben wir einfach diese modernen Drucke, die exklusiven Steffen-Schrau-Drucke. Das ist einfach so ein ganz schönes Highlight nochmal. Unsere Kundin ganz weit vorne ist, wenn sie Steffen Schrau trägt. Wir würden dann jetzt in unser ursprüngliches Moodboard alles nochmal integrieren, was mich jetzt in New York nochmal so inspiriert hat und was wir gerade besprochen haben, dass wir einfach hier noch mehr Farbe dazu machen, dass wir noch mehr Frische dazu machen. Erzähl nochmal von diesem Serviettenladen. Wo war der? In New York jetzt, ne? Das war in New York und ich habe da diese ganzen Servietten einfach alle gekauft, die ich gesehen habe. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist so schön, weil das war so eine Inspiration. Und am allerbesten finde ich die zum Beispiel, denn hier in der Serviette sind eigentlich alle Farben mit drin. Schau mal, das sieht aus wie so ein kleines Kunstwerk. Ja. Gelb, also das wäre für mich wirklich auch so eine super schöne Geschichte, wenn wir das als Inspiration mitnehmen. Das haben wir auf der einen Seite auf den Stoffmessen gesehen, aber das ist eigentlich so meine Inspiration, dass wir das alles frischer machen, dass wir das moderner machen, dass es einfach so leuchtet am Anfang der Saison. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Farbkonzept. War natürlich ein Highlight, weil das hatte damals Frauke Ludowig bei der Oscarverleihung in Los Angeles getragen. Und das Modell ist ja so schön zeitlos. Das heißt, wir nehmen einfach dieses schöne zeitlose Modell und machen einen neuen Druck oben drauf und den dann ein bisschen kleiner. Dann wäre das auch nochmal ein super schönes Highlight. Das Atelier hat ja schon einen Bläser fertig gemacht. Genau. Also du meinst diese ganzen Easy Long Bläser? Das würde ich auch gleich dem Model anziehen, weil das ist lässig. Man kann alles drunter kombinieren. Ja. Schau mal, man kann entweder einen schönen Druck drunter kombinieren. Ich finde aber auch ganz wichtig, wenn wir Uni drunter kombinieren, nochmal dieses Thema Color Blocking. Wir haben übrigens schon die richtigen Knöpfe dran. Guck mal, ich finde zum Beispiel auch Strick dazu super. Will man das dann so ein bisschen, weil das geht ja beides. Du kannst das Shirt, die Bluse dazu kombinieren oder du machst es dann so für den Übergang mit einem richtig dick gestrickten Rolli. Das ist aber wirklich, in Farbe. Aber das Besonders. Ja. Unsere Kundin hat das Besondere verdient und deswegen ist das für mich so ein besonderer, moderner, neuer Look. So machen wir das. Jetzt bin ich aber richtig gespannt, wie das am Model aussieht. Ich auch. Also wir stellen uns das ja immer vor, aber wenn man es dann nochmal angezogen sieht, ganz Simone. Wow. Oh, mag ich. Jetzt kommt die obligatorische Frage, wie fühlst du dich? Ja, mega. Ja? Also es ist genau meins. Du weißt ja, ich trage super gerne Oversize und der ist für mich wirklich so casual schick in Perfektion. Dann ist natürlich jedes Mal die Möglichkeit auch zu sagen, es ist nicht nur das schöne Uni-Shirt, sondern es sind die Drucke auch dazu und das Ganze sieht dann einfach lässig aus. Ich glaube, das Einzige, was ich machen würde, ich würde ihn einen Tacken kürzer machen. Wie groß bist du jetzt nochmal? 1,73. 1,73. Ich glaube, ich würde ihn so vielleicht 3 cm kürzen, da ist er immer noch wirklich schön oversized. Vielleicht ein Ticken schmaler. Dann sind die kleinen Schulterpolster hier oben drin, die geben auch nochmal so eine schöne Schulter. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, die eine Falte, die hier vorne ist, die würde ich so ein bisschen wegkürzen. Das ist so 1 cm, dann ist das Ganze trotzdem nochmal lässig. Würdest du einmal so ein bisschen wieder bewegen? Jetzt stellen wir uns den kürzer vor. Und schön, jetzt hat es eine Ballerina dazu an, geht aber auch mit High Heels. Also rundherum so ein schöner Allrounder, den man zu jeder Gelegenheit anziehen kann. Schick oder? So neues easy. Lieblingsteil. Yes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei uns im Atelier heute. Und habt viele spannende Eindrücke gewinnen können, auch für die kommenden Saisons. Und wir garantieren euch, es bleibt weiterhin spannend. Deswegen viel Spaß und wir sehen uns bald wieder.